Ja, in meiner Arbeit beschäftige ich mich mit dem Uneindeutigen und Andersartigen. Und ich bewege mich eigentlich immer zwischen Realität, Wirklichkeit und Fiktion. Und gerade die Wirklichkeit impliziert ja das Bewusste und das Unbewusste. Und genau dieser Zwischengrad interessiert mich. Und vor allem das Unbewusste, das immer weiter hineingehen in das Unbewusste, ist eigentlich eine Grundthematik meiner Arbeit. Die Form, die ich gewählt habe, ist die menschliche. Also ich arbeite sehr stark mit dem menschlichen Körper oder mit der organischen Form. Das kann auch Elemente aus der Natur sein oder Elemente, die ich auf der Straße finde und sammle. Es hat auf jeden Fall immer eine menschliche Struktur, die steckt da immer hinter. Es ist inszenierte Fotografie, das heißt, es steht alles im Raum. Und angefangen hat eigentlich alles mit der Suche nach der geeigneten Lichtquelle für mich. Also das war für mich selber ganz spannend, das zu entdecken, dass ich mir gedacht habe, was brauchst du jetzt eigentlich dafür, dass die Objekte, die du kreieren willst, interessant aussehen. Und da bin ich auf den Dia-Projektor gestoßen. Also es ist mittlerweile auch schon 20 Jahre her, aber damit ging es los. Und der Dia-Projektor ist ja an sich direkt schon die Lichtquelle. Und ich habe eben relativ schnell da mittels der Dias auf die Objekte, die ich zum Teil dann auch damals schon gebaut habe, eine Kreatur geschaffen, um es mal so auszudrücken. Und angefangen hat es mit dem Selbstporträt. Und spannend war für mich da natürlich auch die Frage Kopf, Maske, echt, unecht, lebendig, tot. So, das ist auch eine Grundfrage, die ich mir immer stelle. Dann habe ich eben eine Maske von mir selber gebaut, in den Raum gestellt und dahinter einen Vorhang drapiert und dann ein Dia drauf geworfen. Und zwar ein Dia aus meiner Kindheit, was meine Mutter damals gemacht hat, also ein Kinderdia. Und das war eigentlich der Anfang des ersten Porträts, einmal frontal und dann von der Seite. Und es wirkt damals schon relativ schnell das Thema jung und alt in einem. Das passiert unglaublich schnell, wenn man eben mit Maske und Kind Dia arbeitet. Von dem angefangenen Selbstporträt ging es dann relativ schnell weiter in eine komplexe Arbeit über Krankheit und Verletzung und auch durchaus auch Missbrauch, auch wieder inszeniert im Raum, wo ich eigentlich eine ganze Weile Puppen gesammelt habe oder Perücken gesammelt habe und auch Styroporköpfe, die im Raum inszeniert habe und mit verschiedenen Dias und verschiedenen Kindern, zum Teil aber auch Erwachsenen, das habe ich so ein bisschen durchmengt, projiziert habe und dann abfotografiert habe, wobei ich den Hintergrund auch selbst gestaltet habe. Das heißt, malerische Elemente sind da mit eingeflossen. Die Arbeit ist dann relativ stark, hat viele geschockt, weil es natürlich auch gerade Kind und Verletzung und Haarausfall, alles was negativ ist, ist in Verbindung mit Kind wirkt immer sehr zerstörend und aufwühlend und war eben die große Fragestellung natürlich nach dem Warum, warum machst du sowas? Für mich war damals die Fragestellung, also die Frage, wie kann man Krieg darstellen? Also man muss nicht unbedingt in Kriegsgebiete fahren, um den Krieg sehen und zu fotografieren. Man kann auch den inneren Krieg, der ja eigentlich allgegenwärtig ist, darstellen. Und deswegen auch wieder die Inszenierung und damals eben, okay, sehr aufwühlend das Kind gewählt. Witzigerweise habe ich danach dieser Serie, nachdem ich die vollendet habe, in der Geo-Zeitschrift einen Artikel über die Krankheit Progerie gelesen. Das ist eine ganz spezielle Krankheit über eigentlich ein frühes Altern. Also eigentlich passiert das innerhalb von ein paar Jahren, dass ein Kind aussieht wie ein alter Greis. Das, komischerweise, als ich die Fotos dann gesehen habe, habe ich gedacht, komisch, das kennst du irgendwie. Und da habe ich mich natürlich an meine Serie zurückerinnert und das hat eine unglaubliche Verwandtschaft. Und da war ich natürlich sehr berührt und auch gleichzeitig auch fasziniert und habe mir auch gesagt, ja, sowas gibt es eben. Und diese Menschen leben ja und wollen ernst genommen werden und sind da. Und es ist nicht immer nur die Verletzung, die man hat oder auch das Andersartige, dass man anders aussieht, komisch aussieht, verzerrt aussieht, dass nicht immer alles dieser goldene Schnitt ist, sondern eben auch ein bisschen deformiert, dass man das versuchen kann, in der Gesellschaft zu akzeptieren. Was schwer ist, es ist immer ein Hingucker, es ist immer ein gewisser Voyeurismus, der da ist und natürlich dann auch die Angst und die Furcht, dass man lieber woanders hinschauen möchte.
Nach dieser ersten langen Beschäftigung mit dem Thema Kopf musste ich mich dann auch selber ein Stück weit befreien oder loslassen. Und dann entstand für mich die Fragestellung, die Köpfe, die du baust, was für ein Kosmos könnten die innen drin haben? Oder wo, ja, wo könnten die leben oder wollten die leben? Oder wo ist dann eine Relevanz, wie der Lebensraum aussehen könnte? Und da bin ich eben drauf gekommen, dass gerade diese Fundstücke, die man so sieht, diese kleinen Dinge, die einem im Alltag begegnen, sei es auf der Straße, sei es im Papierkorb auch, was andere Leute wegschmeißen, da habe ich immer so eine kleine, ja, so eine kleine Ode gesehen, wo ich dachte, ach, das ist aber auch schön. Und die habe ich dann angefangen, ein bisschen zu sammeln. Und als ich dann ein gewisses Kontingent zusammen hatte, habe ich damit angefangen zu spielen. Und dann wiederum in verschiedenen Ebenen, Ebenen ist auch so ein Thema, oder Schichten bei mir, dass ich oft da Sachen übereinander lege, projiziere, abfotografiere, wieder weglege, wieder neu projiziere, dann nochmal abfotografiere. Und dass sich eigentlich die Sachen im Alltag von der Struktur her etwas verändern. Das heißt, man sieht nicht sofort, aha, das ist ein Haar oder aha, das ist ein Vogelnest oder das ist ein Weidenkätzchen oder sonst was, sondern man spürt auf einmal einen anderen Raum, der dahinter ist. Und das war eigentlich die erste Arbeit, die ich ja, Kopf und Kosmos genannt habe. Damit ging es eigentlich los, eigentlich auch in die Abstraktion meiner Thematik, eine andere Welt zu zeigen, eine fiktive Welt zu zeigen. Dann ging es relativ stringent weiter, dass ich diesen Kosmos wieder sammeln wollte in eine Kopfform, die ich dann Gehirnbälle genannt habe. Da habe ich mich eigentlich nur noch der gleichen Thematik angenommen, aber etwas konzentrierter gearbeitet und die Kopfform wieder gewählt, aber diesmal völlig abstrakt und frei, sodass man eigentlich zwischendurch auch überhaupt nicht mehr weiß, wo man ist und ja, mit seinen Gefühlen auch dann alleine gelassen wird. Das ist auch oft schwierig für Menschen, die sich nicht so gerne auf was einlassen, was sie nicht erkennen können. Also man erkennt ja gerne was und sagt, aha, so und so sieht's aus und toll und sieht schön aus. Und da ist es eher das Erkennen nach innen, so dass man versucht, in sich reinzugehen und sich die Frage zu stellen, die Grundfrage natürlich, ne? Woher komme ich, was bin ich, wohin gehe ich eigentlich? Nach dieser etwas freieren Kopfthematik bin ich wieder zurück zum Körper gelandet. Was auch sehr spannend war, fand ich, und zwar kann man unglaublich viele Sachen an seinem eigenen Körper entdecken, die auch mit einem Eingang zu tun haben, mit einer Höhle zu tun haben oder auch wieder mit der Kopfform zu tun haben. Und die erste Arbeit war über den Bauchnabel. Ein Bauchnabel ist unglaublich spannend, weil er sehr individuell ist. Das denkt man gar nicht. Man denkt immer, es ist irgendwie ein Loch, aber es sieht so unterschiedlich aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da habe ich meine Modelle damals gebeten, sich zu stellen, zu setzen. Und der Bauchnabel zieht dann auch andere Strecken und die habe ich dann quasi in einer großen Wandarbeit zusammengefügt. Und aber so projiziert damals auf eine Fläche, dass das Thema Haut weg war. Also man sagte, man denkt nicht sofort an Bauchnabel, man weiß es dann zwar irgendwann, aber erst denkt man an was Kosmisches, was Andersartiges. Nach dieser Nabelschau, die ich gerade beschrieben habe, ging es für mich weiter mit einer anderen Öffnung oder mit zwei Öffnungen, und zwar der Mund und das Auge. Und da war die Thematik, der Auge und den Mund im Babyalter zu fotografieren und dann im ganz hohen Alter, also bei ganz alten Menschen, die ja meistens schon um die 90 sind, habe ich mir vorgenommen. Und das dann wieder in eins gezogen, um zu zeigen eigentlich, dass sich das teilweise überhaupt kaum unterscheidet. Also der Mund bei alten Menschen werden wieder zu einer kleinen Ritze, wie bei einem jungen Kind. Und das Auge ist ähnlich. Und es ist sogar zum Teil so, dass man Auge und Mund miteinander verwechseln kann. Und ich habe so fotografiert, wieder für mich die Thematik, einen Kosmos zu kreieren. Also man hat natürlich eine mehrdeutige Assoziation. Es ist nicht sofort Mund und Auge. Es könnte eben auch ein UFO sein oder eine Sternschnuppe oder sonst was. Also es ist eigentlich ein anderer Ort. Ich benutze eigentlich das Objekt, das Ausgangsobjekt, in diesem Fall Mund und Auge, nur als Anfangspunkt. Es kann eigentlich noch in eine andere Richtung hingehen. Trotzdem, die Thematik sieht man sofort, das Zusammenziehen von Jung und Alt, was ich persönlich sehr spannend finde. Danach ging es eigentlich in eine andere Richtung, und zwar der Körper an sich als Akt und die Darstellung eigentlich der Sinnlichkeit vom Körper, also eigentlich das Thema Haut in seiner Weichheit darzustellen.